Super, danke. Wir können zurzeit nicht ins Museum. Das ist schade. Also kommt das Museum zu Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem BZ-Talk, der heute startet und in unregelmäßigen Abständen fortgesetzt werden soll. Wir können MuseumsleiterInnen und KuratorInnen stellen ein von Ihnen selbst ausgewähltes Werk aus Ihren Sammlungen vor, in Sammlungen von Museen hier aus der Region. Das Schöne daran ist, Sie können es, das Werk, in Ruhe auf Ihrem Bildschirm aus der Nähe betrachten und den Erklärungen der Fachleute folgen. Wir beginnen mit dem Leiter der Städtischen Museen Freiburg und des Augustinermuseums, Tillmann von Stockhausen. Er hat sich in seiner Freiburger Zeit, die nun schon 13 Jahre andauert, intensiv mit den Malern des Schwarzwalds befasst. Eine der jüngsten Ausstellungen, die er kuratiert hat, trug den Titel Schwarzwaldgeschichten. Das Cover des Katalogs bildet Wilhelm Gustav Friedrich Hasemanns Gemälde Karfunkelstadt aus dem Jahr 1906 ab. Dieses Werk hat Herr von Stockhausen auch für seine eingehende Betrachtung im BZ-Talk ausgewählt. Herr von Stockhausen, es scheint so zu sein, als würden Sie dieses Werk besonders mögen. Warum? Was zieht Sie da an? Ja, Frau Schulte, also erstmal auch ein Willkommen von meiner Seite an die Zuschauenden. Ja, das ist tatsächlich eines meiner Lieblingsbilder. Das war auch die Entscheidung damals, das auf das Katalogcover zu legen. Natürlich hat man viele Lieblingsbilder, aber dieses Bild hat einfach eine wunderbare Atmosphäre. Man sieht das herbstliche Laub. Es ist ein Spätsommertag oder ein früher Herbsttag. Ein wunderbares Leuchten und auch eine sehr interessante und spannende Schwarzwaldlandschaft, auf die wir später ja noch ein bisschen genauer eingehen können. Also die Farben und auch der Malauftrag, das alles ist ein wunderbares Feuerwerk und fasziniert mich. Ich bin ja gar nicht hier aus der Gegend, sondern komme aus Norddeutschland. Das hat mich immer sehr fasziniert. Ja, dass Sie nicht aus der Gegend kommen, teilen Sie mit dem Maler des Gemäldes Wilhelm Hasemann. Er stammte aus dem Norden, wie Sie, und wurde gleichwohl oder vielleicht gerade deswegen einer der bedeutendsten Schwarzwaldmaler, wenn man ihn denn so nennen darf. Wie kam der Künstler an sein Sujet? Ja, es ist interessant, dass viele Künstler und Künstlerinnen, die sich intensiv mit dem Schwarzwald beschäftigt haben, gar nicht aus der Region stammen, sondern eben Zugereiste sind. Hasemann stammt aus Mühlberg an der Elbe, das gehört heute zu Brandenburg und war früher Sachsen. Also der eine oder andere kennt das noch aus dem Geschichtsunterricht, die Schlacht bei Mühlberg in Reformationszeiten. Also das ist direkt an der Elbe gelegen, schönes kleines Städtchen. Wie kam er hierher? Das ist über Umwege und Zufälligkeiten gewesen. Er hat eigentlich in Weimar studiert und dann aber hat er auch die Fühler nach Baden ausgestreckt. Und dass er dann im Schwarzwald hängen geblieben sind, das sind wirklich Zufälligkeiten gewesen. Er Also hat. zufällig, er hat einfach, Sie sagten, er ist irgendwo ausgestiegen, fast in Gutach oder wo ist er ausgestiegen und hat dann Fuß gefasst sozusagen, hatte gar keine Pläne hier unbedingt sich niederzulassen, war es so oder? Ja, also es ist interessant, er hatte einen Illustrierungsauftrag für einen Stuttgarter Verlag. Er sollte einen Roman, einen Schwarzwaldroman illustrieren und wollte sich eben Vorbilder suchen. Und dann hat er sich Gutach im Kinzigtal ausgesucht. Das hat auch einen Grund, warum er sich das ausgesucht hat. Er war nämlich da doch eher etwas bequem. Gutach im Kinzigtal war damals eben schon durch die Schwarzwaldbahn
erreichbar. 1873 wurde Gutach an die angeschlossen und er ist dann einfach aus dem Zug ausgestiegen. In Gutach. Eigentlich ist er nie wieder weggefahren. Also natürlich gab es schon noch mal Zwischenaufenthalte, aber es hat ihm dann so gut gefallen und da hatte ich so eine Faszination für den Schwarzwald und seine Traditionen entwickelt, dass er dann tatsächlich eigentlich den Rest seines Lebens in Gutach verbracht hat. Das ist schon eine interessante Geschichte, dass jemand quasi ohne das wirklich zu wollen, da aussteigt, da bleibt. Und Sie meinen, es war vor allem die Faszination auch vielleicht der Farben des Schwarzwalds, der Landschaftsformation, die ja eine vielfältigere ist unter Umständen, als die er aus dem Norden her kannte? Oder ja, es war einfach, ja? Eine andere Landschaft, aber ich glaube, dass ihn auch fasziniert hat, dass eben doch noch viele Traditionen eine Rolle spielten. Die Landschaft ist es sicherlich, die eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass die Menschen, die aus dem flachen Norden kommen, natürlich durch die hügelige Landschaft sehr angezogen sind. Das sind manchmal Schönheiten, die man erst wirklich wahrnimmt, wenn man tatsächlich von außen in unsere Region kommt. Und manchmal ist derjenige oder diejenige, die hier leben, seit ihrer Geburt, nehmen das gar nicht mehr so wahr. Also die Schönheit wird manchmal von den von außen kommenden stärker wahrgenommen. Ja, wir sind ja beide nicht hiesiger, das kann man ja auch gut hören, wenn wir das sprechen. Mir ist ja auch so gegangen, ich bin ja auch nicht aus dem Norden, aber aus dem Westen hier hingekommen und habe mich auch anziehen lassen und verführen lassen mit dieser wunderbaren Landschaft des Schwarzwalds. Ich wohne selber in St. Peter, also tatsächlich mitten im Schwarzwald, also am Rande des Schwarzwalds, und ich muss immer wieder sagen, ich staune jeden Morgen aufs Neue über das Farbenspiel auch des Himmels. Und wenn wir sie in Versionslagen haben, dann ist das ja so ein fantastisches Farbenspiel und eine Erfahrung. Wenn Freiburg im Nebel ist, genau. Wenn Freiburg im Nebel ist und oben sitzen sie auf dem in St. Peter oder in St. Mergen und schauen auf dieses Nebelmeer. Das sieht fast aus wie der Vorwurf zu einem romantischen Gemälde, über das wir heute hier nicht sprechen. Aber es ist schon wahr, es ist ja vielfältig. Das Wetter wechselt ja auch sehr schnell und deshalb gibt man ja auch wieder, hat immer wieder neue Perspektiven. Ja, kommen wir zum Bild, das wir jetzt einer näheren Betrachtung unterziehen wollen, Herr von Stockhausen. Das hat einen, finde ich, also mich hat das jedenfalls sehr erstmal stutzig gemacht. Das heißt Karfunkelstadt. Wieso denn Stadt? Da ist doch gar keine Stadt zu sehen. Also ich sehe ja nur 3 bzw. 3,5 Häuser. Karfunkelstadt, können Sie uns da aufklären? Ja, also eine Stadt ist es in der Tat nicht. Wir sehen 3 Schwarzwaldhäuser und interessanterweise sind es übrigens sehr ärmliche Schwarzwaldhäuser. Es ist nicht der große stattliche Schwarzwaldhof, den man normalerweise kennt, den Hasemann auch häufig in seinen Bildern dargestellt hat. Hier sind es relativ ärmliche Häuser. Wenn man sehr genau das Bild betrachtet, kann man auch sehen, dass die Häuser in keinem guten Zustand sind. Es ist aus der Tradition, aus der Literatur als Karfunkelstadt überliefert. Und vielleicht muss man das einfach kurz erklären. Karfunkel ist ein altmodisches, wunderschönes Wort, wie ich finde. Karfunkel ist eigentlich ein Halbedelstein. Meistens sind es Granate oder Rubine. Und wir wissen aus einer literarischen Quelle, nämlich aus der Novelle von Heinrich Hans Jakob, die Karfunkelstadt, auch über die Geschichte dieser Namensgebung. Ob das wirklich so stimmt, weiß man nicht. Aber es heißt eben, dass die Bewohner dieser Häuser damals beschäftigt waren mit dem Schleifen von Edelsteinen, dass das ihr Broterwerb war und dass man deswegen in einer gewissen Ironie den Namen Karfunkelstadt gegeben hat. Von Stadt kann natürlich keine Rede sein. Es ist eine relativ ärmliche, ländliche Siedlung. Man kann ja gar nicht von Dorf sprechen. Es ist ein Weiler mit 3 Häusern. Diese Erzählung von Hans Jakob, was hat die für einen Verlauf oder für einen Inhalt? Was wird da auch dieses dörfliche, ärmliche Leben geschildert? Die kennen die wahrscheinlich, die Erzählung, oder? Ja, Heinrich Hans Jakob, der hat ja in vielen seiner Novellen das Leben im Schwarzwald geschildert. Er hatte einen starken Sinn für das Leben auch der ärmeren Menschen und er schildert anschaulich die einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner dieses Dorfes, die wirklich nur mit Mühe einen Lebensunterhalt gewinnen. Also als Heinrich Hans Jakob das beschreibt, wird da auch gar keine Edelsteinschreiberei mehr betrieben, sondern die haben sich wirklich als Tagelöhner verdingt auf den größeren Gutshöfen, aber auch als Holzhauer. Und Heinrich Hans Jakob
beschreibt diese Typen, beschreibt das Kennenlernen dieses etwas verwunschenen, etwas abgelegenen Weilers. Also diese drei Häuser gibt es übrigens immer noch. Das ist im Fischerbacher Hintertal. Das ist heute ein Ortsteil. Es gehört zu Fischerbach. Das ist in der Nähe von Haslach im Kinzigtal. Ist ein Seitental der Kinzig. Also landschaftlich sehr schön. Ich habe es leider persönlich noch nicht geschafft, dorthin zu gehen, um mir anzusehen, wie die Häuser heute aussehen. Aber es ist, glaube ich, immer noch ein interessantes Wandergebiet. Und man kann das immer noch erleben, auch wenn die Landschaft, da kommen wir später noch drauf, heute etwas anders aussieht. Es gibt, glaube ich, sogar Rundwege. Karfunkelstadt ist ja in der Tat so ein fast märchenhafter Name, der sich auch ganz gut für Fantasien, märchenhafte Fantasien eigentlich eignet. Ja, die Frage ist, wie realitätsgetreu ist denn dieses Bild von Hasemann? Wissen Sie, ob er plein air gemalt hat, ob er vors Motiv gezogen ist, ob er dort dann wirklich die Eindrücke auch übertragen hat, wie seine berühmten Kollegen in Frankreich, die Impressionisten, die ja zum ersten Mal in die Landschaft hinauszogen, um dort eben auch atmosphärische Eindrücke einzufangen? Also er hat auch plein air gemalt, er ist auch tatsächlich mit der Leinwand an die Orte gezogen, aber er hat sich es manchmal auch bequemer gemacht, wie die Maler das am späten 19. Jahrhundert häufiger gemacht haben. Sie haben nämlich dann die Sache fotografisch festgehalten und haben dann häufig im Atelier erst das Gemälde ausgeführt oder sie haben vor Ort dann Skizzen gemacht und haben das Gemälde später erst tatsächlich im Atelier ausgeführt. Er hat das sicherlich nicht so extrem gemacht wie einer seiner Nachfolger, der Schneemaler Dischler, der ja sogar die Fotografien auf die Leinwand projiziert hat und dann tatsächlich ganz präzise und exakt die Umrisse wiedergegeben hat. Wir können aber davon ausgehen, dass auch Hasemann, zumindest was die topografischen Verhältnisse und auch die Art der Häuser angeht, relativ genau und realistisch gemalt hat. Also er ist da ein Realist. Trotzdem ist er natürlich durch und durch ein Romantiker, denn so wie er die Szenerie inszeniert, ist das natürlich eine romantische Kulisse, die uns auch nicht wirklich direkt die Ärmlichkeit und die Härte des Lebens der Menschen dort im Schwarzwald dokumentiert. Man sieht ja nur einen einzigen Menschen, diesen Bauern auf der Wiese. Ich kann mal versuchen, mit dem Pfeil Ihnen das zu zeigen. Also hier sehen Sie eben einen Bauern mit der Sense, der das Heu mäht, wahrscheinlich die letzte Mahd im Spätherbst. Das war eine sehr harte und mühsame Arbeit. Was man auch sehr schön sehen kann, das sind ja überhaupt viele spannende Details in diesem Bild. Ja. Oben in dem mittleren Haus, also Rauchschwaden aus dem Schornstein steigen. Nicht, weil es so kalt ist an diesem Tag schon, denn das ist sicherlich noch die milde Spätsommersonne, die die Häuser dort erwärmt. Aber wir vergessen ja immer, man hat natürlich immer mit einem Holzofenherd gekocht und deswegen hat natürlich auch dort an Sommertagen immer der Schornstein gequalmt, wenn der Ofen betrieben worden ist. Ein schönes Detail. Und auch finde ich sehr schön, wie er dieses etwas abgehalfterte Dach rechts andeutet, dass durch diese Lichtflecken da hat man das Gefühl, das ist eben nicht mehr ganz in Ordnung, ne? Dieses Haus rechts. Ne? Also bitte nur angedeutet, aber es ist doch deutlich, dass es kein frisches, wie Sie eben schon gesagt haben, vor allem auch kein wohlhabendes Haus ist. Ne? Ja, man kann die Zeichen des Verfalls ganz gut erkennen. Also vermutlich von der Materialität ein Holzschindeldach. Das ist ja etwas, was Schwarzwald üblich war. Teilweise gab es auch Strohdächer, aber wir wissen sogar aus der Geschichte von Heinrich Hans Jakob, dass einer der Bewohner sogar Holzschindeln produziert hat. Das war ja auch eine harte Arbeit und das hat man gern aus Buchenholz, Weißbuchenbuche gemacht. Und da sind sicherlich Holzschindeln drauf, aber die dringend eigentlich auch mal wieder ausgebessert werden. Man sieht auch am Putz des Hauses, dass da länger nichts mehr gemacht ist. Man kann auch sehr schön sehen bei dem vorderen Haus, dass also unten, wie das ja oft üblich war, im Untergeschoss, das ist ja ein zweigeschossiger Bau hier, vermutlich doch ein Stall war, dass man da ein bisschen Vieh hatte und dann oben drüber ist hier die Holzstube und rechts vermutlich der Bereich, der gemauert war. Dort ist vermutlich die Küche angesiedelt gewesen. Das passt auch, weil der Schornstein direkt da drüber ist. Sehr schönes Detail zum Beispiel, dass hier eine Luke, eine Holzluke ist, die gerade geöffnet ist. Daran kann man auch erkennen, dass es vermutlich noch milde Temperaturen hat. Man hat wahrscheinlich Heu eingelagert und jetzt kann da noch die frische Luft, die warme Luft einströmen. Also es sind unendlich viele wunderschöne Details, die man erkennen kann. Ja.
Und auch so ein Detail, was finde ich auch sehr, sehr schön, dieser kleine Holzsteg über den ganz kleinen, im Moment wohl kein Wasser führenden Bach. Also man kann sich in vielen kleinen Details verlieren. Man kann sehr viel sehen. Der Hinweis vielleicht noch, weil wir reden ja jetzt über ein Bild, was Sie am Bildschirm sehen können. Aber dieses Bild kann man eben auch bei uns am Museum in der Online-Sammlung sich anschauen. Und dort kann man, wenn man das möchte, das haben wir technisch jetzt heute nicht hier hinbekommen, auch hineinzoomen und auch die Details mal ganz groß auf dem Bildschirm machen. Also wenn Sie hier zuschauen, dann kann ich Ihnen nur den Hinweis geben, Sie können vielleicht nachher in Google eingeben, Online-Sammlung Freiburg, dann kommen Sie auf die Buchmaske des Museums und können dann auch bei diesem Bild nochmal gerne, das was viel Spaß macht, sich ganz tief hineinzoomen und auch die Details, bis hin zur Malstruktur, bis zu jedem Pinselstrich kann man das ja genau sehen. Also das wäre sozusagen ein Vorteil der Digitalisierung, dass man so etwas machen kann, was man mit dem Auge nicht unbedingt immer so hinbekommt. Und da muss man schon sehr, sehr nah dran gehen und kann auch nicht einzelne Details natürlich ranzoomen, rauszoomen, wie das mit der Kamera möglich ist. Ne? Das ist schön und sicher auch ein verlockendes Angebot. Ich habe mich gefragt, warum hier so wenig Menschen auf dem Bild sind. Ein einziger kleiner Mann, der da am Arbeiten ist. Man sieht keine Tiere. Vielleicht gibt es auch keine Tiere. Sie haben es ja schon vielleicht vermutet. Das ist kein Bauernhof in dem Sinne. Haben Sie eine Erklärung, warum das so menschenleer ist, dieses Bild? Also einmal war es vielleicht auch ein Teil der Inszenierung, dass er den Schwerpunkt wirklich auf Haus und Landschaft gelegt hat, obwohl es ja diese eine Staffagefigur gibt. Aber es mag auch daran liegen, dass eben die Menschen in diesen Häusern als Tagelöhner an anderen Orten gearbeitet haben und erst abends wieder zurückgekommen sind. Dass man gar keine Tiere sieht, ist etwas merkwürdig, weil es natürlich eben noch eine sehr milde Witterung ist und also Kühe oder auch andere Ziegen hätten vielleicht noch draußen sein können. Das ist ein bisschen verwunderlich, aber vielleicht deutet es leider auch darauf hin, dass diese armen Tagelöhner wahrscheinlich auch nur sehr wenig Vieh gehabt haben. Also da war vielleicht dann eine Kuh im Stall oder ein Schwein. Das waren wirklich sehr, sehr arme Menschen, die dort in diesen Tagelöhnerhäusern im Fischerbacher Tal gewohnt haben. Sie haben es eben schon gesagt, er ist Romantiker an diesem Bild. Also er zeigt nicht die soziale Härte, die mit diesem Leben verbunden war. Das könnte ja auch so ein bisschen Verdacht der Idealisierung mit sich bringen. Da hat einer etwas verschönt oder harmonisiert. Würden Sie ihm das zum Vorwurf machen wollen oder? Also man kann das natürlich kritisch sehen, aber man darf die Rolle von Wilhelm Hasemann für den Schwarzwald und die Rezeption des Schwarzwaldes wirklich nicht unterschätzen. Es gibt ja noch viele andere Bilder, wo auch Traditionen und Riten des Schwarzwaldes von ihm dargestellt worden sind. Er ist zum Beispiel auch der Erfinder oder quasi der Erfinder, ja doch, man kann wirklich sagen, der Erfinder des Bollenhuts als Symbol des Schwarzwaldes. Er hat Bilder Er geschaffen. hat den erfunden, Er ja? hat ihn nicht den Bollenhut erfunden, aber er hat ihn erfunden als das Symbol des Schwarzwaldes. Ach so, Denn ja. der Bollenhut wurde ja nur getragen in drei oder vier Dörfern im Kinzigtal. Und dadurch, dass Hasemann eben in zahlreichen Gemälden den Bollenhut so in den Vordergrund gestellt hat, wurde dieser so populär. Da haben aber übrigens nicht die Gemälde gereicht, sondern die Reproduktionen nach Gemälden. Er hat oftmals Postkarten von seinen Gemälden produzieren lassen. Er war durchaus geschäftstüchtig. Er hat auch Werbegrafik produziert. Also ganz wesentlich war zum Beispiel die Werbung, die er produziert hat, zusammen mit seinem Schwager Kurt Liebig, der auch in Gutach sich angesiedelt hat, für Gütermanns Nähseiden hier in der Nähe Ach von ja. Waldkirch. Also das sagt eigentlich jedem was. Gütermanns Nähseiden haben eine unglaubliche Wirkung gehabt, um ein Bild, das Bild des Schwarzwaldes in die Welt zu tragen. Also es gibt Werbekarten von Gütermanns Nähseiden mit arabischer Schrift, mit chinesischer Schrift und sonstigen Sachen. Also damit ist ein Bild des Schwarzwaldes, im Endeffekt ja auch ein Klischee des Schwarzwaldes, die Welt getragen worden. Also er war jemand, der den Schwarzwald mit Sicherheit romantisiert hat. Interessant ist das im Kontext mit diesem Bild, wo die literarische Vorlage von Heinrich Hans Jakob ja doch sehr deutlich
auch die sozialen Missstände anprangert, wobei auch bei Heinrich Hans Jakob natürlich in seinen Erzählungen eine gewisse Sozialromantik mitspielt. Also er romantisiert auch das Leben der einfachen Menschen, die hart arbeitenden Menschen, der Waldarbeiter, der von morgens bis abends schuftet und abends sich mit einem Kantenbrot und einem Bier zufrieden gibt. Sehr schön, ja. Idealisierung der Armut. Ich finde das interessant. Wahrscheinlich hat dieses Bild eine solche Wirkmächtigkeit entfaltet, Herr von Stockhausen, was Hasemann, vielleicht auch andere seiner Kollegen in die Welt hinausgeschickt haben vom Schwarzwald, dass bis heute ja im Grunde genommen, sagen wir mal, Menschen aus vielen Ländern hier hinkommen und dieses Bild suchen. Ja, dieses Bild des Beulenhuts, dieses Bild der Idylle, das kann man hier in am Titisee auch etwas quälend dann feststellen, dass da eben Beulenhüte und ähnliche Dinge verkauft werden. Ich nehme an, das ist ein logischer Zirkulus. Man schickt Ja. es in die Welt hinaus und dann kommt die Welt hier hin und möchte das gerne auch sehen. Ja, ich glaube, das wird immer noch unterschätzt, welche Rolle da die Künstler gespielt haben. Die haben Ja, wirklich, eben. die müssen eigentlich noch nachträglich geehrt werden vom Schwarzwaldtourismus, weil die wirklich eine unglaubliche Rolle gespielt haben, ein gewisses Bild vom Schwarzwald den Menschen einzuprägen. Und man muss immer bedenken, es gibt ja sozusagen frühen Tourismus nach Italien, romantische Sehnsucht nach dem Süden, aber auch nach den Alpen. Wir vergessen heute, dass der Schwarzwald gar nicht so populär war am Anfang. Also zum Beispiel im frühen 19. Jahrhundert war der Schwarzwald keine Reisedestination, auch keine romantische Destination. Das hängt mit etwas zusammen, auf das wir ja auch noch mal zu sprechen kommen. Das hat was mit der Ökologiegeschichte des Ja. Schwarzwaldes zu tun, da im Schwarzwald sehr viel Frühindustrie war, also vor allem Glasbläsereien, aber auch metallverarbeitende Betriebe, die dazu geführt haben, dass weite Teile des Schwarzwaldes um 1800 abgeholzt waren. Natürlich auch für die Bauholzproduktion und für die Schiffsbauindustrie Flößerei in gab es ja auch, Flößerei. ne? Also alle Schiffe, die in den Niederlanden gebaut wurden, die sind quasi mit Schwarzwaldholz gemacht worden. Aber da ist ein massiver Holzeinschlag gewesen. Und wir haben zeitgenössische Darstellungen aus der Zeit um 1800, wo wir nur noch kahle Hügel haben. Also eine Landschaft, wie wir sie vielleicht aus Wales oder aus Schottland kennen, wo kein einziger Baum mehr ist. Und Und ja, ich dann wollte ändert sagen, sich das. Aber Sie Entschuldigung. wollten nachfragen, Frau Ja, ich Schulte. wollte nachfragen, weil ich wollte aufs Bild zurückkommen. Das Ja, genau. ist ja ein schöner Anknüpfungspunkt. Hasemann versetzt uns ja in die Zeit vor dem Kahlschlag, oder sehe ich das falsch? Ja, er versetzt uns nicht in die Zeit vor den Kahlschlag, aber das Spannende an diesem Bild, deswegen ist es eben für die Wald- und ökologische Geschichte eigentlich ein ganz aufregendes Bild. Es ist noch ein Ausschnitt einer Waldlandschaft zu erkennen, wie sie vermutlich sehr verbreitet war im Schwarzwald, bevor alles abgeholzt war. Eben. Hinter den Häusern kann man sehr schön auch durch die Färbung So schön, ja. sehen, dass es sich um Laubbäume handelt. Um Laubbäume vermutlich Eichen oder Buchen, also die sehr rot gefärbten sind vermutlich Buchen, auch wahrscheinlich wirklich eine Mischkultur, auch relativ leicht bewaldet, also gar nicht so hoch und so eng, was auch damit zusammenhängen mag, dass natürlich die ärmeren Bauern diese Art von Wald auch als Viehweide genutzt haben. Also Schweine, aber auch Kühe wurden damals gerne in den Wald getrieben. Die haben da auch, also die Schweine natürlich nach Bucheckern gesucht. Und hier haben wir eine Waldlandschaft, wie sie möglicherweise im frühen Schwarzwald weit verbreitet waren. Und dann kam eben der Kahlschlag, um die Glasbläserbetriebe anzutreiben. Und dann ist das in der Regel verschwunden. Und deswegen finde ich dieses Bild auch wirklich aufregend. Man sieht eine frühe Bewaldung. Und was man auch sehen kann, dass es aber doch schon wieder aufgeforstete Bereiche geben kann. Wenn ich hier an den Bildrand links gehe, sehen Sie eine Fläche, die sehr dunkel gehalten ist, sehr gleichmäßig. Das sieht schon sehr stark danach aus, dass hier eine Fichtenaufforstung stattgefunden hat und man eben hier einen Nadelwald schon hat. Also es sind unterschiedliche Waldkulturen erkennbar. Was man auch sehr schön sehen kann bei diesem Bild, dass eben der Übergang zwischen Wald und Wiese hier gar nicht so ganz scharf abgeschnitten ist. Hier gibt es noch eben einzelne Bilder hier, einzelne Bäume hier unten auf dem Bereich. Also ein relativ fließender Übergang, wo es natürlich dann auch wichtig war, dass die Flächen, auf denen Wiesen waren, von den Menschen bewirtschaftet werden mussten. Das ist etwas, was natürlich sehr eindrucksvoll ist,
wie hier eben mit härtester Arbeit. Also wer einmal die Sense geschwungen hat, weiß ja, wie anstrengend das ist. Da kann man sich ordentlich Rückenschmerzen holen. Ich nicht, aber ich denke so, ja. Ja, es ist natürlich auch malerisch schön. Also malerisch schön natürlich einen Laubwald zu malen, der diese vielen verschiedenen Töne hat. Also ja, das ist ja eine unglaubliche, wenn man da sich mal richtig reinbegibt, wie viel grün, gelb, braun, zartbraun, dunkelgrün Töne jetzt der Hasemann da nun verwendet hat, um diesen Wald darzustellen. Das ist doch, glaube ich, auch sehr fantastisch gemacht, oder? Ja, das ist vielleicht wieder etwas, wo es vielleicht Spaß macht, wenn Sie als Zuschauende nachher nochmal da hineinzoomen und sich das in der Online-Sammlung anschauen. Was man nämlich sehr schön sehen kann, wenn man in die Malstruktur reingeht, kann man doch erkennen, dass das, was wir jetzt als Wald erkennen, mit einem relativ leichten und lockeren Pinselduktus hergestellt worden ist. Also man kann sehr schön sehen, dass er durchaus als Maler in der Lage war, sehr locker zu malen, wirklich ganz einfach und locker zu malen. Andere Partien des Bildes sind dann sehr fein und elaboriert gemalt. Also da hat es oft in einem Bild ganz unterschiedliche Partien und die Lebendigkeit dieser Waldszene, auch des Himmels, man hat ja wirklich das Gefühl, dass die Wolken doch dahin ziehen, das ist ein wunderschöner Himmel mit dieser Wolkenlandschaft, dass das eine große Lebendigkeit hat. Auch das, dieses Licht, dieses Spätsommerlicht, das kann man, glaube ich, wunderbar nachvollziehen auf diesem Bild. Und das erreicht er durch einen relativ leichten und lockeren Pinselduktus. Mir geht es so jetzt, Herr von Stockhausen, je mehr Sie über das Bild sprechen, desto schöner finde ich das eigentlich. Denn am Anfang dachte ich, oh, das ist eine relativ traditionelle Malerei, die mich nicht so anspricht. Aber in der Weise, wie Sie jetzt das Bild mir aufschließen, stelle ich auch fest, dass es doch durchaus fast impressionistische Züge trägt. Sehe ich das jetzt falsch? Ist das übertrieben, wenn ich das so sage? Ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Frau Schulte. Es ist in Ansätzen. Es gibt, also ich würde jetzt niemals als Impressionist bezeichnen, Hasemann. Er war schon ein Traditionalist und er war auch eher konservativ in seinem Malstil, sicherlich auch in seinen Sujets. Aber ich glaube, dass man ihm trotzdem nachsagen muss, dass er die französischen Malentwicklungen auch rezipiert hat und in Teilen auch verwandt hat. Es gibt auch einzelne Studien von ihm, die eben sehr, sehr locker sind und wo er wirklich ganz leicht und eben auch Lichtpunkte sehr gezielt setzt und doch Beziehungen zu den Impressionisten, zu der Entwicklung in Frankreich hatte. Er ist natürlich trotzdem für seine Zeit, das muss man ganz hart sagen, gewissermaßen rückständig, etwas zurück. Das ist eine Entwicklung, die man im Schwarzwald natürlich erkennen kann und auch rund um die, man kann sogar ja sagen, dass Hasemann eine Art Malschule begründet hat, als er sich nämlich in Gutach niedergelassen hat, hat er viele andere Malerkollegen angezogen, die sich teilweise oder auch für längere Zeit in Gutach angesiedelt haben. Man spricht deswegen auch von einer Malerkolonie, wie man das ja eigentlich auch von Dachau oder Worpswede kennt. Das war nicht so stark geregelt und wie in Worpswede mit gemeinschaftlichem Leben, aber es gab eben doch auch sehr viele Verbindungen zwischen den Künstlern, die gemeinsam gefeiert haben. Eine große Rolle hat der örtliche Gasthof gespielt, in dem man abgestiegen ist. Da hat das gesellschaftliche Leben natürlich auch eine große Rolle gespielt. Und es gibt eben zahlreiche Künstler rund um Hasemann, die dort gewirkt haben und die alle relativ traditionell gemalt haben. Also da sind keine neuen Entwicklungen aufgegriffen worden. Das ist in dieser Phase um die Jahrhundertwende noch nicht so spürbar. Die Stagnation wird eigentlich dann eher im frühen 20. Jahrhundert erkennbar als in den Malzentren Berlin und München natürlich neue Entwicklungen. Ja, da merkte man, da passiert nicht viel im Schwarzwald. Da war aber man in der Provinz. Hier in dieser Malerei ist eben doch eine Rezeption des Impressionismus erkennbar in Teilen. Ja, wir sind jetzt fast am Ende. Wir wollten ja ungefähr eine halbe Stunde sprechen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Es macht so viel Spaß. Ne? Sie möchten gerne weiterreden, Herr Stockhausen. Auch ein bisschen Spaß. Aber ich hoffe sehr. Also man solle gar nicht meinen, ich will mir ein einziges Bild auch herausfinden und sagen kann, ich finde das echt wunderschön. Und Sie haben ja angedeutet, Sie würden auch gerne mal eine Ausstellung bei Wilhelm von Hasemann, nicht von, sondern Wilhelm Hasemann machen. Das wäre natürlich schön, die Bilder dann auch im Original sehen zu können, auch im Kontext seines Gesamtwerks, seines Oeuvres. Können wir uns im Grunde darauf freuen. Ja, ich danke Ihnen sehr, Herr von Stockhausen. Ich hoffe, Sie haben unseren Zuschauer und Zuschauerinnen auch
wirklich Lust gemacht, sich mit dem Bild zu beschäftigen oder auch mit der Online-Sammlung des Augustinermuseums, späterhin dann das mit einem Besuch noch sozusagen zu krönen, wenn es wieder möglich ist. Ja, wir hoffen ja, dass wir bald wieder aufmachen können. Also in Freiburg haben wir seit einer Woche Inzidenz unter 50, Museen, sichere Orte. Und wir sind in den Startlöchern. Wir würden Sie gerne wieder willkommen heißen. Genau. Ja, vielen Dank. Und nächste Woche geht es dann weiter mit einer Bildbetrachtung von Christine Litz, die Leiterin des Museums für Neue Kunst in Freiburg ist. Ich danke Ihnen sehr und hoffe auf ein Wiedersehen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank und nächste